Auf zum Waffenladen! Moin Leute, was geht? Mein Name ist Youtube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, und zwar auf zum Waffenladen. Würde ich mal sagen, los geht's. Ich habe ganz viel Schotter am Start, richtig viel Schotter. Ich habe mir mal was angespart. Jetzt spiele ich nicht mal den Michael. Der Franklin hat viel mehr Kohle. Ich zeige es euch am besten mal, dass das auch alles stimmt. Könnt ihr mal gleich schauen, was ich alles an Finanzen habe. Gehen wir mal zur Maze Bank. Benutzername ist unbekannt. Ja, da gehen wir halt hier zu dieser Bank. 485.000 Dollar. Das ist von diesem komischen Zettel da, der in der PS4-Packung drin war. Hat ja, glaube ich, jeder bekommen. Und habe 500.000 Dollar im Singleplayer bekommen und eine halbe Mille im Online-Modus, genau. Auch eine richtig nice Sache. Ich zock gerne im Singleplayer, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Grafik ist besser. Online ist ja alles ein bisschen runtergeschraubt und so. Online hat auch seine Anreize. Singleplayer durch die Tiere, durch diese anderen Effekte, die im Online-Modus nicht drin sind, macht es einfach ein bisschen geiler. So, meine ganze Munition ist alle. Ich habe nichts mehr am Start. Und ich kann so kein Let's Play starten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss der YouTube Gamescom mal hier aussteigen. Das ist übrigens mein Gamertag auf der PS4 für die Leute. Los redet der YouTube Gamescom, ist nicht bescheuert. Nein, das ist mein Gamertag. Wie bei manchen. Halt. Bernd25, bei mir YouTube Gamescom. So, moin moin! Das sieht aus wie bei Storage Wars hier. Storage Wars, nee. Was haben wir hier? MP. Ja, dann nehmen wir mal ein bisschen mit. Ich habe ja so viel Geld, ich kann mir ja alles leisten hier. Jede Waffe, jede erdenkliche Waffe, alles möglich. Und ich würde mal sagen, wir holen uns mal was Gutes. Den Hammer holen wir uns jetzt nicht, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber Pistolenmunition ist immer wichtig und Granaten, genau, die sehen in der First-Person-Perspektive besonders nice aus. Ja, dann ziehen wir uns am besten einfach mal rein. Guck mal mit. Mann, habe ich coole Abonnenten, Leute. Ihr seid der Hammer. Ich liebe ja zurzeit Google. Ich bin ja gerade am Google-Echtzeit. Was rede ich denn da wieder für einen Scheiß? YouTube-Echtzeit am Suchten. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle diese Applikationen. Echtzeit, da gehst du auf dein YouTube-Video, zum Beispiel hier dieses Video, und da gucke ich da immer drauf. Oh, ein neuer Klick, oh geil. Moin moin. Nein. Boah, Mann, ich hasse das mit den Granaten werfen in GTA 5. Kacke, Mann, die fallen da immer so runter. Ich habe vergessen, dass man die werfen muss und von einer Granate abholen. Das ist gar nicht mehr so leicht. Das ist gar nicht mal so leicht. So, genau. Lebt noch. Ist ja lange. Komm, wir spielen ein bisschen die First Person hier. Ja. Guck mal die Graseffekte an. Seht ihr das? Das Gras bewegt sich. Also Rockstar denkt ja an wirklich jeden Scheiß hier. Was haben wir hier denn noch für Waffen hier? Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich will auf jeden Fall so einen Truck haben. So einen richtig coolen Truck. Ich will so dieses Western-Feeling haben. Da geht ihr einfach ein bisschen zurück. Sicherheitshalber. Ich sag euch gleich warum. Weil er euch überfahren tut. Ah, moin moin! Warum halten die nicht an wie normale Menschen auch? Oh. Nice, hier sogar eine Blutspur. So, haben wir jetzt hier neue Munition. Das ist super, da kann ich auch meine Billigknarre einsetzen, die auch geil ist. Ich liebe die Waffe ja so. Das ist meine Standardwaffe. GTA, da kannst du richtig viel Fun haben. Ja, endlich macht's hier mal einer richtig. Endlich macht's mal einer richtig. Pass mal auf, hier, der hier. Der macht richtig. Guck mal, ich triff nix. Das ist wie in Call of Duty. Wie in Call of Duty, da bin ich ebenfalls sehr schlecht. Oh, das ist nice.
Wir haben eine virtuelle Anzeige. Und zwar in Meilen pro Stunde. Ich weiß gar nicht, wie die Umrechnung ist. In Meilen pro Stunde, in Kilometer pro Stunde. Also auf jeden Fall anders. Moin Moin! Geht mir aus dem Weg! Ach, das ist herrlich, dieser Verkehr hier. Jetzt können wir nämlich wie eine Horde von Rindern die ganzen Autos in eine so in Position bringen hier. Seht ihr alles? Eine ganze Horde hier. Die Granate können wir bereit machen. Schmeiß ich nach vorne. Fahr ganz schnell zurück. Oh, das war ja nichts hier. Oh Gott. Explosion hier, Hammer. Geil. Eine Granate habe ich, glaube ich, noch. Stirbt! 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 Hammer, so schnell kann sich das Blatt in GTA wenden. Plötzlich zu einer mega großen Explosion. Alles friedlich gleich und jetzt alles. Alles terrormäßig hier. Überall Explosionen und so. Ja, es war eine richtig geile. Hat mir jetzt gerade richtig Spaß gemacht, die Aufnahme zu machen. Und ja, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.